Es geht mir nicht so gut, wie es früher einmal war. Schuld hat meine Frau, es war mal wunderbar. Dann hat sie studiert, hat das sehr ernst genommen. Und jetzt krieg ich das ab, wie konnte es dazu kommen? Meine Frau ist Psychologin und sie hört nicht auf, mich zu analysieren. Meistens sitzt sie kritzelt neben mir im Haus, kaut auf ihrem Kuli, atmet spürbar aus. Dann höre ich sie murmeln, dass das so nix wird. Sie schüttelt ihren Kopf und alles wird notiert, was ich wann gesagt hab, wie ich wo geguckt hab, wo ich blöd gegrinst und wo ich wann geschluckt hab. Sie ist sehr penibel, das Haus ist voll Notizen. Manchmal dreht sie ganz ab, fängt an mich zu sitzen. Meine Frau ist Psychologin und sie hört nicht auf, mich zu analysieren. Ich finde, sie übertreibt oft, dann bin ich mal im Stress. Ist für sie sofort klar, ich hab ADHS. Und weine ich vor Lachen, kommt gleich die Diagnose. Bipolare Störung, da hilft nur Hypnose. Das schränkt mich schrecklich ein, ihr wisst nicht, wie das ist. Wenn ich mal was gut kann, bin ich gleich Autist. Und bin ich einmal schweigsam, hab ich gleich Depressionen. Bei aller Liebe wirklich, ich will hier nicht mehr wohnen. Meine Frau ist Psychologin und sie hört nicht auf, mich zu analysieren. Sie verschreibt mir Pillen, schimpft und nimmst die auch. Da mischt es mir ins Essen, ich bin oft völlig drauf. Ich lief schon nackt zum Nachbarn und gackerte wie ein Huhn. Für sie ein gefundenes Fressen, schon hat sie was zu tun. Es war mal so herrlich, sie war so betörend. Aber selbst im Bett ist heute nur noch verstörend. Plötzlich ruft sie laut, einfach so beim Sex. Also keine Frage, Mutterkomplex. Meine Frau ist Psychologin und sie hört nicht auf, mich zu analysieren. Ich bin ihr ständiger Patient und ich verkraft mich irgendwie. Weiß ich nicht ein, ich weiß nicht aus. Ich glaube, ich brauche eine Therapie. Danke.